Ich bin Blabber. Ihr kennt mich aus so spannenden und super vorbereiteten Vorträgen wie FreeBSD9, Was gibt's Neues und die Kunisation der Dinge. Und heute ein super vorbereiteter Vortrag zum Thema Small Scale ZFS, wobei es um das Dateisystem ZFS geht. Irgendwas macht Musik. Kann man ja draufschlagen. Ja. Die Motivation für diesen Vortrag war ein bisschen der Mutzi, der heute natürlich nicht da ist, der mich gefragt hat, du hast einen Laptop und darauf läuft ZFS. Warum? Warum tust du das? Das macht nur mit großen und vielen Platten Spaß. Und ja, ich finde, es macht auch so Spaß und deswegen erzähle ich jetzt ein bisschen darüber. Damit wir uns auch verstehen, führe ich erstmal ein paar Begriffe ein. Da gibt es einmal die VDEVs, das sind virtuelle Laufwerke, können auch wirkliche Laufwerke sein, da gibt es verschiedene Typen. Disk ist halt eine Festplatte oder eine Partition. Man kann Datei als Backend nehmen, das ist allerdings nur für experimentelle Zwecke geeignet. Mirrors, verschiedene RAID-Level, Spares und Logs und Caches sind so komische Dinger, die man braucht, wenn man mit ganz vielen Festplatten rummacht. Das interessiert mich bei Small Scale nicht, genau so wie RAID und Mirror eigentlich auch. Also bei Small Scale ZFS ist halt, hat man eine Festplatte normalerweise, sage ich mal, in einem Laptop zum Beispiel. Dann gibt es einen Pool, der wird halt aus mehreren VDEVs gebildet und ist halt ein großer Speicherbereich, in dem man Datasets anlegen kann und in dem dann die Daten so rumschwimmen. Ja, und dann gibt es halt Datasets, die in diesen Pools enthalten sind. Und das sind normalerweise Dateisysteme, in denen man seine Daten ablegt. Es können aber auch Snapshots, also so Read-Only-Snapshots von einem Dateisystem sein. Es können Klone sein, das sind Snapshots, auf denen ich auch schreiben kann. Ja, und man kann auch Z-Vaults anlegen, das ist was ganz Esoterisches. Das sind Block-Devices, die aus diesem Z-Pool gebildet werden. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf meinem FreeBSD die komplette Platte mit einem ZFS voll hätte und ich hätte aber gern ein Swap-Device und FreeBSD kann ich in ZFS swappen, dann könnte ich so ein Z-Volume aus dem Pool rauslösen und als virtuelles Block-Device zur Verfügung stellen und dann würde darauf geswappt werden. So, die Features von dem ZFS ist einmal, es ist ein Storage Pool. Ah, eine Frage? Ja, und zwar, gehen wir nochmal eins zurück. Sehr gerne. Wenn ich dann, also ich habe mehrere VDEVs, also zum Beispiel mehrere Festplatten, ja. Dann kann ich die zu einem Pool zusammen basteln, sind genau. Die dann quasi hintereinander geklebt und sieht aus wie was Größeres? Das wird ein großer Speicherbereich und es wird dann darauf gestript. Also es wird dann automatisch die Daten auf den Platten ein bisschen verteilt, um die Performance zu verbessern. Okay. Also so RAID 0-mäßig. Das ist ja RAID 0, ja genau. Und dann gibt es halt noch die Mirrors. Das sind halt gespiegelte VDEVs. Da kann man dann halt auch mehrere Mirrors zu einem Pool zusammenschließen. Da hat man halt mehrere Redundanzgruppen, über die dann auch noch gestript wird. Und diese RAID-Z-Dinger, das ist eigentlich ein RAID 5, also so paritätsgesichert, wenn dann eine Platte ausfällt, dass dann die Daten wiederhergestellt werden können. Hat aber den Vorteil dadurch, dass irgendwie der Volume Manager und das Software RAID und das Dateisystem alles eine Einheit sind, braucht man diese Ausfallsicherheitslösung, da gibt es doch dieses Schreibloch. Also, Das hat jetzt nicht vertieft. Zwischen dem Schreiben der Daten und dem Paritätsbit ist normalerweise eine zeitliche Verzögerung und das ist bei diesem RAID-Set kein Problem. Normalerweise muss man da irgendwie so einen Batteriepuffer, gepufferten Speicher dazwischen hängen und das brauchst du da halt nicht. Ja, genau. Ich habe diese Storage-Pools, darin habe ich Datasets und die wachsen dynamisch. Das heißt, ich lege da irgendwie meine Datasets, sage ich jetzt mal, Partitionen sind keine Partitionen, ich bin aber irgendwie im Sprachgebrauch gewohnt, von Partitionen zu sprechen, deswegen tausche ich das ab und zu mal ein bisschen. Also ich lege da diese Datasets an, die haben initial keine Größe, belegen auch keinen wirklichen Speicherplatz und dann fülle ich sie und dann wachsen sie. Und ich kann halt Attribute setzen und sagen, ja gut, bitte achte darauf, dass es nicht größer als so viel wird oder achte darauf, dass
für dieses Dataset immer noch so und so viel Reserve im Pool vorhanden ist und ähnliche Geschichten. Ja, also man kann das auch ein bisschen steuern, wie die wachsen, aber prinzipiell hat man kein Problem damit, dass man irgendwie umpartitionieren muss, wenn man merkt, dass das User irgendwie zu klein ist oder so. Es ist ein Copy-and-Write-Dateisystem, das heißt, Blöcke, die sich ändern, werden nicht überschrieben, sondern an einer anderen Stelle auf der Platte neu geschrieben und dann die Metadaten entsprechend umgebogen, dass sie darauf zeigen. Dadurch werden auch Transaktionen abgebildet. Das bedeutet, wenn irgendwas schiefläuft oder der Rechner ausfällt oder sonst irgendwas, dann braucht man kein FSCK, um das System wieder in ein konsistentes Dateisystem zurückzuführen, sondern es ist einfach immer konsistent. Und gleichzeitig ermöglicht dieses Copy-on-Write, dass ich effizient Snapshots und Klone implementieren kann. Das heißt, wenn ich einen Snapshot mache, der ist einfach sofort da, das dauert nicht. Also ich setze den Befehl ab und dann habe ich so einen Snapshot angelegt. Und der verbraucht auch keinen Speicherplatz am Anfang. Erst wenn die Daten anfangen auseinanderzulaufen, werden diese Blöcke halt nicht mehr weggeräumt, sondern bleiben halt für den Snapshot erhalten und dann fängt es an, Speicherplatz zu belegen. Das gesamte Dateisystem ist Checksum gesichert, sowohl die Daten als auch die Metadaten. Das heißt, die Daten kriegen eine Checksumme, dann die wird in die Metadaten geschrieben, dann kriegt die Metadaten eine Checksumme und das bildet dann so einen Baum. Und damit kann man quasi das komplette Dateisystem Checksum geprüft halten. Und das sorgt dafür, dass wenn irgendwo Bitrot eintritt oder irgendwo ein Bit kippt, dann stellt das System das halt fest. Und das bedeutet auch, wenn ich versuche, Daten zu lesen, wo es gekippt ist, dann versucht er es zu heilen automatisch, ohne dass ich was dazu machen muss. Und bei Redundanzgruppen ist das natürlich einfach. Dann nimmt er die Daten einfach von der redundanten Quelle. Das habe ich bei mir in meinem Laptop natürlich nicht, da ist bloß eine Festplatte drin, logisch. Es gibt aber auch noch so eine Selbstheilung für Arme, das ist so, man kann ein Copies-Attribut auf ein Dataset setzen und sagen, naja gut, ich habe zwar nur eine Festplatte, aber speichere doch bitte alles, was ich jetzt in dieses Dataset reinschreibe, dreimal ab. Und am besten ein bisschen verteilt auf der Platte. Und wenn eine Version davon kaputt geht, dann habe ich noch zwei andere und kann es wieder herstellen, sodass ich wieder drei habe. Auf welcher Ebene ist nochmal ein Dataset abstrahiert? Ist das ein Mountpoint sozusagen? Das ist ein Mountpoint, okay. Ja. Ist das einfach so, also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein Home Directory und darin ist irgendwie ein Folder für meine Arbeit und ich möchte jetzt im Nachhinein sagen, ich möchte den bitte dreimal auf der Platte gespeichert haben. Das Setzen des Properties ist einfach, das sehen wir nachher auch noch mal kurz, also ich habe ein paar Beispiele noch abgetippert. Es ist aber so, dass dieses Mehrfachspeichern erst für neu geschriebene Daten eintritt. Okay, das heißt, das Beste wäre, ein neues Dataset zu erstellen, genau, mit dem Attribut da die Daten da reinkopieren. Okay. Ja. Genau, und diese Datasets können auch transparent komprimiert werden mit GZIP oder mit LZJB-Kompressionsverfahren. Ja. Dann bietet das Ding noch Deduplikation, das ist für einen Laptop allerdings jetzt wirklich dann nicht mehr geeignet. Das heißt, wenn sich irgendwie mehrere Blöcke dieselben Daten enthalten, dann wird das einfach auf einen Block zusammengeschrumpft. Verbraucht irrsinnig viel Speicher, also im FreeBSD-Wiki steht drin, dass, dass davon ausgegangen wird, dass man mindestens 2 GB pro 1 TB nutzbar Daten mit Deduplikation braucht. Erfahrungswerte scheinen da allerdings auch bis zu 5 GB zu gehen, also ist eher was für größere Maschinen. So, und RAM jetzt. Bitte? RAM, ja. So, und dann ist ZFS halt für riesige Datenmengen ausgelegt. ZFS kann theoretisch mit 256 Quadrillionen Zettabytes umgehen. Das ist eine 256 mit 36 Nullen hinten dran. Um das zu erreichen, arbeitet ZFS mit 128 Bitpointern. Wer sich jetzt mit C auskennt, der weiß, dass es keine 128-Bit-Datentypen gibt, was das Ganze nicht besonders performant und effizient macht. Das kommt schon auf ein paar Jahren. Ja, es ist halt so, also mit 32-Bit macht es keinen Spaß. Ich habe es nicht ausprobiert, aber habe ich mir sagen lassen, mit 64-Bit kann man damit arbeiten.
die machen es halt so, die benutzen halt eigentlich bloß die niederen 64 Bit dieses Pointers, der Rest wird mit Nullen aufgefüllt und eigentlich bei der Verarbeitung jetzt noch nicht berücksichtigt, und wenn dann irgendwann mal die 128 Bit Wörter da sind, dann kann man wirklich die volle Kapazität ausnutzen und man kann die Pools einfach weiterverwenden. Das ist halt der Gedanke dabei, dass man die einfach anstöpseln kann und dann funktioniert es. Da ist auch noch so ein Feature, was ich jetzt nicht aufgeführt habe, dass das ZFS halt agnostisch ist, was die endianeste Maschine angeht. Also ist für Rechenzentren ganz interessant, dass ich mir keine Gedanken darum machen muss, ob ich eine Big Endian oder eine Little Endian Maschine habe. Naja, ich habe mal farblich hervorgehoben, was für mich auf meinem Laptop halt interessant ist. Also einmal muss ich mir um Partitionierung nicht mehr wirklich Sorgen machen, weil es wächst halt einfach alles in dem Maße, in dem ich es brauche. Copy-on-Write ist von daher praktisch, dass ich Snapshots und Klone habe. Das ist tatsächlich praktisch und man kann es auch wirklich zu Dingen benutzen. Dass es Checksum hat, kann ich halt nicht, man kann es ausschalten, will ich aber nicht, weil ich finde es dann doch ganz angenehm zu wissen, wann mal was auf meiner Platte nicht mehr richtig ist. Das Copies-Attribut könnte ich nutzen, mache ich momentan aber nicht, weil ich einfach nichts habe, was mir wichtig genug ist, dass ich, wo ich denke, ich müsste es setzen. Und diese Dataset-Kompression ist bei FreeBSD zum Beispiel interessant, um das Ports-Verzeichnis zu schrumpfen. Da liegen halt bloß Makefiles und Patch-Dateien drin. Und das kann man natürlich super komprimieren. Und wenn man da ein eigenes Dataset für anlegt und dann die Kompression einschaltet, dann schrumpft das ziemlich stark zusammen. Es hat natürlich auch Nachteile, wenn man das auf so einem Laptop benutzt. Es ist nicht besonders performant. Das ist mir jetzt zwar noch nicht wirklich aufgefallen. Ich lasse keine Benchmarks auf meinem Rechner laufen. Im normalen Arbeiten leuchtet meine Festplattenlampe auch relativ wenig. Deswegen kann ich da jetzt noch nichts Genaueres zu sagen. Es ist speicherhungrig. Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher in meinem Laptop drin. Hat bis jetzt auch noch keine Probleme verursacht, weil ich halt auch nur hauptsächlich kleine Konsolenprogramme am Laufen habe. Sollte man aber berücksichtigen, wenn man ZFS einsetzen will. Und das Schlimmste, der schlimmste Nachteil für mich ist, ich weiß einfach nicht, was passiert, wenn da mal was schief läuft. Also ich habe es mir jetzt einfach mal draufgekloppt und habe gedacht, Erfahrungen mitsammeln macht Spaß. Wenn da jetzt mal wirklich irgendwie ein Bit kippt, was nicht mehr recoverable ist, bin ich mir nicht mal sicher, ob das ZFS dann seinen Dienst verweigert oder weiterläuft, wie ich es von einem anderen Dateisystem gewohnt wäre. Okay. Es läuft weiter, habe ich gerade gehört. Aber man muss ja auch ein bisschen experimentieren und no risk, no fun. So, da habe ich ein paar Beispiele mal abgetippt. Hier habe ich jetzt mal eine ZFS-List ausgegeben, also die Datasets, die bei mir auf dem Rechner momentan vorhanden sind. Tank 0 ist der Z-Pool, den ich habe, und Tank 0 ist auch gleichzeitig ein Dataset, also es ist der Pool und das zugrunde liegende Dataset, bei mir das Root-Verzeichnis. Und dann bauen sich halt so meine Partitionen, Home, dann habe ich eine Partition für meine Musik, Temp, User, War, was man halt so hat. Und dann habe ich noch ein TechLive installiert, das habe ich mir noch in ein extra Dataset gepackt, weil ich es einfach ein bisschen separieren wollte vom eigentlichen System. Ja, und man sieht, jedes dieser Datasets hat 217 GB zur Verfügung, das ist halt meiner Festplatte geschuldet. Und dieser Reference-Wert, der da steht, sagt halt an, wie viele Daten von diesem Dataset wirklich, also wie viel Speicherplatz davon wirklich belegt wird. Ja. Dann diese Attribute, die man setzen kann, ist halt, die Syntax dieser ganzen Befehle ist sowieso total einfach. Also wenn ich jetzt auf meinem Temp-Verzeichnis aus irgendwelchen Gründen Kompression einschalten würde, würde ich halt sagen, ZFS set compression gleich on. Tank 0 Temp. Und dann werden neue Daten, die darauf geschrieben werden. Ich glaube, der Default ist LJZB-Kompression. Oder auch, wenn ich jetzt sage, meine Musik ist mir so wichtig, dass ich da ein bisschen Sicherheit haben will, dann kann ich auch ein Set Copies gleich 3 machen und dann wird halt alles, was ich von da an in dieses Dataset schreibe, 3-mal abgelegt. Gibt
Gibt es da noch irgendwie einen Befehl, den man dann danach absetzen kann, dass er danach die Kopien anlegt, ohne dass man sie vorher umkopieren muss? Nicht, dass ich wüsste. Also zumindest in der Manpage steht relativ deutlich drin, dass es nur für neu geschriebene Daten passiert. Und wie ist das mit Compression und so? Macht er das im Hintergrund automatisch für die alten Daten? Ich glaube, das macht er auch bloß für neu geschriebene Daten. Also wenn man so Attribute setzt, die kann man auch also es gibt natürlich auch ein ZFS Create, mit dem man so Datasets anlegt. Und da kann man gleich Optionen mit angeben, so Attribute, und da kannst du halt direkt beim Erzeugen die Kompression oder dieses Copies einschalten. Es gibt noch andere Attribute. Und dann ab der ersten Benutzung halt quasi nutzen. Wird es vielleicht reichen, die alten Dateien einmal zu touchen? So? Bin ich mir nicht sicher. Das verändert ja nur die Metadaten. Also ja. Das glaube ich jetzt nicht. Gibt es da nicht sowas wie sowas so Force macht? Ja, nicht, dass ich wüsste, wie gesagt. Also ich glaube nicht. Ja, dann kann man Snapshots erstellen. Hier habe ich mal gezeigt, wie ich einen rekursiven Snapshot auf meinem kompletten System machen würde. Also ZFS-Snapshot-R bedeutet einen Rekursiv-Snapshot. Tank 0 ist der Pool, auf dem dieser Snapshot angelegt werden soll. Und mit diesem Add getrennt kommt dann der Name des Snapshots. Und das bedeutet, dass in jedem Dataset, was jetzt in meinem Pool liegen würde, ein Snapshot mit dem Namen Test angelegt würde, was genau den Zustand des Dateisystems zu diesem Zeitpunkt, wo ich den Befehl absetze, darstellt. Mit diesen Snapshots kann man dann coole Sachen machen, die kann man per Send und Receive irgendwie auf andere Platten transferieren. Man kann sie klonen, da komme ich später auch noch zu. Man kann aber auch einfach ein Rollback machen, wenn man irgendwas versemmelt hat. Ich mache das zum Beispiel ganz gern, wenn ich meine Ports aktualisiere. Da habe ich früher ein extra Jail für gehabt, wo ich drinne Pakete gebaut habe. Mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt lege ich mir halt einen Snapshot an, stoße einmal das Bild an. Wenn alles durchgelaufen ist, ist gut. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, mache ich von so ziemlich jeder Partition außer meiner Home-Partition Rollback auf den vorhergehenden Zustand. Und dann fehlen mir ein paar Log-Dateien vielleicht ein bisschen was. Aber ansonsten bin ich dann wieder auf meinem Urzustand zurück. Mache ich aber auch bloß, weil ich weiß, dass meine E-Mails bei mir im Home-Verzeichnis landen und nicht irgendwo unter var rumliegen. So Snapshots kann man da auch wieder zerstören, weil die fangen dann halt irgendwann doch an, Speicherplatz zu verschwenden. Und das kann man wieder rekursiv machen. Also wenn ich auf Tank 0 sage, destroy mir Test, rekursiv, dann werden alle Snapshots, die Test heißen, zerstört. Dieses Rollback muss man allerdings Dataset spezifisch absetzen. Das kann man nicht für einen kompletten Pool rekursiv durchführen. Du sagtest, dass es nicht lange dauert, so einen Snapshot anzulegen, also dass er quasi instant verfügbar ist. Wie ist es mit dem Rollback und Destroy? Rollback, also Destroy dauert, aber auch nicht so lang, und ein Rollback dauert auch ein bisschen länger. Aber es ist also... Ich kann es jetzt nicht in Worte fassen, wie lange es für welche Datenmengen dauert, aber ich meine, ich setze den Befehl ab und dann lehne ich mich kurz zurück und dann ist er durch normalerweise. Das ist aber jetzt natürlich eine Größenordnung, die nur gefühlt ist. Aber schon allein, dass diese Snapshots einfach sofort erstellt werden, ist schon total geil, weil du machst es einfach immer, wenn ich denke, oh, jetzt mache ich irgendwas, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, erstelle ich mir halt einfach einen Snapshot, weil es kostet nichts, es ist sofort gemacht und ich weiß, ich kann wieder zurückgehen, wenn irgendwas schief läuft. So, die Dateisysteme dafür anmachen? Nee. Also auch für ein Rollback nicht? In der Manpage steht, es muss geschehen. Ich habe aber Rollbacks durchgeführt, ohne anzumounten, während sie in Betrieb waren, und es hat funktioniert. Also. Zumindest sahen sie danach so aus, als ob das Rollback erfolgreich durchgeführt worden wäre. Wahrscheinlich sind deine offenen Dateien dann quasi irgendwie in Nirvana verlinkt. Das kann sein, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht und habe jetzt zumindest bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen damit. Wenn irgendwann mal was schief läuft, dann halte ich nochmal einen Vortrag darüber, was man lieber nicht tun sollte.
Was noch ganz cool ist, was ich heute Morgen erst beim Kaffeetrinken rausgefunden habe, was ich unbedingt noch unterbringen wollte, ist, dass es einen ZFS-Diff-Befehl gibt, wo man Unterschiede zwischen Snapshots oder zwischen Snapshots und aktuellen Zuständen von so Datasets anzeigen lassen kann. Also zeigt natürlich nicht den Inhalt der Dateien, aber er zeigt, welche Dateien in der Zwischenzeit geändert, gelöscht oder hinzugefügt wurden. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja. So, ja, habe ich ja schon gesagt, mit so Snapshots kann man auch tolle Sachen machen. Ich benutze sie auch zur Datensicherung. Ich habe eine externe Platte, da ist auch ein ZFS drauf. Hat bei mir einen Pool, der extern heißt, weil es eine externe Festplatte ist, nicht besonders einfallsreich. Und in diesem Pool liegt ein Dataset mit dem Namen Backup. So, und dann mache ich solche Dinge wie das hier, dass ich einfach Snapshots anlege und sage, ja gut, heute möchte ich mal ein Backup machen, lege ich mir einen Snapshot an, der am besten nicht Snap1 heißt, sondern irgendwie das aktuelle Datum oder so drin kodiert hat. Dann importiere ich mir diese externe Festplatte, den Pool, rein und ich sehe gerade, da ist ein Fehler, das müsste nicht ZFS-Import, sondern Z-Pool-Import heißen. Und dann schicke ich diesen Snapshot mit einem ZFS-Send raus. Das ist halt gute alte Unix-Tradition, wird das einfach ins Standard-Out geschrieben. Und mit ZFS-Receive empfange ich dann diesen Strom und schreibe ihn in dieses Dataset-Backup in meinem Pool extern. Ja, und dann habe ich da eine Vollsicherung von meinem System. Und zwar einmal den Zustand des Systems an sich. Also ich habe halt diese Dateisysteme, in die ich auch reingehen kann. Und ich habe aber auch diesen Snapshot angelegt. Also der ist ja ein bisschen versteckt. Und dann exportiere ich meinen Pool wieder. Da müsste natürlich auch wieder Z-Pool anstatt ZFS stehen und dann habe ich meine Datensicherung durchgeführt. Das dauert natürlich bei einer Vollsicherung entsprechend lange. Das ist vergleichbar mit einem normalen Dateisystem-Dump. Es ist aber relativ einfach, dann danach inkrementelle Sicherungen zu machen. Das heißt, ich vorausgesetzt, ich habe den ursprünglichen Snapshot nicht weggeschmissen, lege ich mir einen neuen Snapshot an und dann sieht man bei den ZFS-Send-Befehlen habe ich jetzt ein I, Name des ersten Snapshots und dann Pool, Name des zweiten Snapshots und dann werden halt bloß die Änderungen, die zwischen diesen beiden Snapshots erfolgt sind, übertragen. Und es wird mir auch wieder dieser Snapshot angelegt. Das heißt, ich habe gleichzeitig auch noch diese Zustände zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Zugriff. So. Und dann, was ich gerne mache, wenn ich Ports, die ich maintaine, aktualisiere oder so, da muss man ja öfters mal installieren und deinstallieren. Und weil meine Packaging-Listen, die ich da erstelle, meistens nicht so korrekt sind am Anfang und irgendwie wild ihre Daten streuen, klone ich mir dann einen CH-Root aus meinem laufenden System raus einfach. Dazu lege ich wieder rekursiv einfach einen Snapshot an. Und diesen Snapshot klone ich dann. Und zwar nehme ich dafür halt Root, var, User, das sind so die Sachen, die man braucht, und Temp, damit da nicht irgendwie was in mein Temp reingeht, also damit ich ein Temp habe. So, und dann habe ich ein Dataset mit dem Namen Sandbox, in dem halt irgendwie bestimmte Datasets meines Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt geklont sind. So, normalerweise werden diese Datasets automatisch gemountet. Jetzt ist eine Besonderheit, dass der Mountpoint bei meinem Root-System Legacy heißt. Und Legacy heißt, das macht halt der gute alte Mount-Befehl. Das muss man explizit machen, indem man halt mountet. Oder man setzt dann mit dem Property oder Attribut Mountpoint den Mountpoint explizit. Was passiert, wenn ich jetzt dieses ZFS-Set Mountpoint gleich bla 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 absetze, ist, dass ich in meinem Root-Dateisystem plötzlich einen Sandbox habe, in dem ich ein schreibbares Abbild meines Systems habe zu dem Zeitpunkt, als ich den Snapshot Sandbox angelegt habe.
Und dann kann ich da noch ein Dev reinmounten und dann kann ich da ein CA-Root reinmachen und dann habe ich quasi ein Abbild von meinem Rechner, in das ich jetzt reingeroutet bin und wo ich wilde Sachen anstellen kann. Theoretisch kann man diese Dateisysteme, also diese Klone später noch promoten, befördern, also sagen, du bist jetzt kein Klon mehr, sondern ein eigenständiges System. Und dann könnte man die bestehenden Systeme mit den Klonen ersetzen. Also kann man irgendwie so, keine Ahnung, Update-Lösungen oder sowas könnte man damit basteln. Aber dazu muss ich halt tatsächlich die Datasets anmounten und das ist mir zu blöd. Deswegen mache ich lieber Snapshots und Rollback und wenn ich was Längeres mache, dann mache ich mir einen Klon und kopiere mir zum Schluss die Ergebnisse rüber einfach. Ja, Klon. Ja. ZFS hat leider auch ein paar tiefgehendere Probleme, die jetzt nicht irgendwie mit Arbeitsspeicher oder so zu tun haben, sondern ZFS ist ja von Sun entwickelt worden und wie wir alle wissen, kleine Tränenknopfloch, gibt es Sun nicht mehr. Ist von Oracle geschluckt worden und Oracle hat seit Version 28, ich glaube aktuell ist jetzt 33, keine ZFS-Version mehr im Quellcode veröffentlicht. Oracle entwickelt parallel ein Konkurrenzprodukt Produkt zu ZFS, schon seit längerem, das ButterFS, was halt unter GPL steht, während ZFS halt unter der CDDL von Sun steht, was nicht mit der GPL kompatibel ist. Und da ist jetzt halt ein bisschen ungewiss, wie es da weitergeht. Es ist da so ein internes Memo geleakt, was angeblich aussagt, dass zu Solaris-Releases die entsprechenden ZFS-Quellen, die mit diesem Release ausgeliefert wurden, veröffentlicht werden. Ob das passiert und ob dieses Memo wirklich authentisch ist, weiß man noch nicht. Momentan verharren die Entwickler so ein bisschen in der Duldungsstarre und halten die Füße still. Es wird halt von Forks gesprochen und was man alles machen könnte, aber momentan wartet man noch ein bisschen ab, was da passiert. Es werden noch ein paar Sachen portiert, die bisher gefehlt haben, so wie diese Fault Monitoring and Management Daemons. Es gibt ein Projekt, was jetzt nicht direkt mit ZFS zu tun hat, aber auch ZFS im Hintergrund hat, dass FreeBSD gerne auch gemountete Dateisysteme, also Partitionen an sich, wachsen und schrumpfen lassen will. Und da wird auch ZFS mit berücksichtigt. Also es steht schon auf der Agenda, das weiter zu unterstützen. Und ein paar Bugfixes und ähnliche Dinge sind rückportiert worden von späteren ZFS-Versionen in die Version 28. Ansonsten passiert da momentan nicht so wahnsinnig viel. Wie gesagt, man überlegt, ob man dann ZFS forken sollte, also irgendwie was Eigenes macht und sich von Oracle da ein bisschen löst. Und da gibt es auch dieses Illumos-Projekt. Das ist so ein Open Indiana-Fork. Ich kenne mich in dieser ganzen Solaris, Open Indiana, Sun-Geschichte nicht so wirklich aus. Das ist halt auch einfach ein Solaris-basiertes Betriebssystem, was halt auch ZFS verwendet. Und da redet man halt darüber, ob man mit denen zusammen das ZFS forken und weiterentwickeln will. So, und es gibt ButterFS. Und eine gute Frage ist, ob das jemals im FreeBSD Eingang finden wird und die wahrscheinlichste Antwort ist nein, weil noch ein GPL will man nicht. Also die Tendenz geht natürlich klar zu BSD-Lizenzen, MIT, Apache, CDDL. Solche Geschichten, GPL ist aus ideologischer Sicht wahrscheinlich keine Option mehr. Also es gibt noch ein paar GPL-Überbleibsel, aber die werden nach und nach jetzt auch ersetzt und man will halt ein GPL-freies System haben und dann macht es natürlich irgendwie nicht wirklich Sinn, sich noch ein Dateisystem, was unter GPL steht, ins Boot zu holen. Es gibt aber als Alternative von Dragonfly BSD, was ein relativ neuer FreeBSD-Fork ist, ein neues Dateisystem, was auch so ein bisschen als Antwort auf ZFS und ButterFS entwickelt wurde und das nennt sich Hammer. Ist politisch auch nicht ganz einfach, weil wie gesagt, es kommt aus einem Fork von FreeBSD, die Entwickler haben da noch so ein bisschen Reibereien untereinander, aber wenn es dann doch mal einen Ersatz für ZFS geben muss, dann wird das wahrscheinlich eher Hammer als ButterFS werden. Aber ich denke, ZFS wird nicht verschwinden, weil es ist soweit eigentlich feature-complete, man kann gut mitarbeiten. Es gibt halt ein paar Sachen, die Solaris jetzt kann, die wir nicht können.
zum Beispiel die Verschlüsselung, also die ZFS-interne Verschlüsselung. Da bietet FreeBSD als Betriebssystem aber eigene Lösungen an, wie man es halt auf Block-Device-Ebene dann doch verschlüsseln kann. Also wäre natürlich schön, wenn es da weitergeht, aber wenn nicht, dann muss es vielleicht auch nicht unbedingt, muss man mal schauen. Ja, wie gesagt, Muzi hat gefragt, warum hast du das auf deinem Laptop? Macht doch keinen Spaß und eigentlich, ich kann's. Und mir macht es dann doch Spaß und das ist eigentlich die beste Begründung, die es geben kann, denke ich. Ja, und das war's dann auch. Noch Fragen? Nein? Gut. Ja, die Feature mit den Snapshots, das ist ja wie bei Virtual Machines, das ist dann ZFS besonders gut geeignet, dass die Betriebssysteme, die ja Host sind für irgendwelche VMware-Sachen oder sowas? Kann ich jetzt keine Aussage zu treffen, wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass sich das besonders gut als Dateisystem für VM-Hosts eignen würde. Wisst ihr, müsst ihr wahrscheinlich mehr auf Dells fahren. Bitte? Auf Dells. Ja. Kannst du es anwenden. Ja, natürlich. Also gerade, du könntest dir halt so ein Basis-Jail erstellen und das dann klonen und da dein Jail drauflaufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, dann war es das jetzt wirklich.